unsere Freunde, die Autos. Sie bringen uns fern, wir fahren damit gern. Die Autos sind der Hit. Die Autos, die großen und die kleinen Autos. Sie fahren und sie brummen, keine Zeit zum Schlummern. Sie helfen uns viel mit. Helferautos. Morgens fahren die Helferautos aus ihren Garagen raus. Wer ist der Erste? Das ist ein roter Traktor. Mit einem Anhänger. Auf dem Anhänger ist eine Kuh. Müssen wir die Kuh auf den Bauernhof bringen? Traktor, na dann los! Der Traktor nähert sich der Kreuzung. Bei Grün darfst du fahren. Steig aus, Kuh. Hört ihr die Kuhglocke? Der rote Traktor fährt zurück zur Garage. Und das ist ein grüner Traktor mit einem großen grünen Anhänger. Der Traktor wird in seinen Anhänger Heu laden und zum Bauernhof bringen. Futter für die Tiere. Der Traktor hat der Kuh Heu gebracht. Wer kann uns helfen, es abzuladen? Ja, natürlich, der Gabelstapler. Vorne hat er Ladegabeln. Damit kann er große Heuballen aufladen und abladen. Lass uns los, Gabelstapler. Die Ampel ist rot. Du musst anhalten. Jetzt darfst du weiterfahren. So viele Heuballen. Guten Appetit. Der Gabelstapler fährt zurück zur Garage. Und das ist ein Milchwagen. Er hat einen großen Tank. Der Milchwagen fährt auch zum Bauernhof. Die Kuh hat den ganzen Tag Heu gefressen. Deshalb gibt sie auch viel Milch, wenn wir sie melken. Die Milch wird in den großen Tank gefüllt. Dankeschön, Kuh.
unsere Freunde, die Autos. Sie bringen uns fern, wir fahren damit gern. Die Autos sind der Hit. Die Autos, die Autos, die großen und die kleinen Autos. Sie fahren und sie brummen, keine Zeit zum Schlummern. Sie helfen uns viel mit. Helferautos. Die kleinen Autos spielen auf der Eisrutsche und machen eine Schneeballschlacht. Und Volltreffer. Hey Autos, seid vorsichtig. Das Kätzchen will nicht mitspielen. Oh, das Kätzchen friert und seine Wange tut weh. Keine Sorge, Kätzchen. Wir helfen dir. Aus der Garage der Helferautos fährt ein Krankenwagen raus. In seinem hinteren Abteil ist eine warme Mütze und Salbe. Damit es keine Beule bekommt, reibt das Kätzchen seine Wange mit Salbe ein. Und die Mütze wird das Kätzchen beim Spielen warm halten. Die Helferautos wollen eine Überraschung vorbereiten. Der Bagger, der Gabelstapler und der Kranwagen machen sich auf den Weg zum Spielplatz. Autos, wir haben eine Überraschung für euch. Das sind Formen. Damit kann man aus Schnee Blöcke machen. Der Bagger füllt seine Schaufel mit Schnee. Er schüttet den Schnee in die blaue Form. Wir schließen die Form und öffnen sie wieder. Nun haben wir einen Schneeblock. Der Kran hebt den Schneeblock an und legt ihn auf die Eisblöcke. Noch ein Block. Und noch einer. Helferautos bauen eine große Festung aus Schnee. Hab noch etwas Geduld, rotes Auto. Ihr könnt hier noch nicht spielen. Der Gabelstapler bringt Farbe. Und die kleinen Autos machen wieder eine Schneeballschlacht. Oh je, die Dose mit der grünen Farbe ist umgekippt. Das ist nicht schlimm. Der Bagger kann sowohl die Farbe als auch den Schnee aufschaufeln. Wir füllen den Schnee in die Form und bekommen einen grünen Block. So wird die Schneeburg sogar noch schöner. Jetzt nehmen wir die rote und die gelbe Farbe. Gelb und rot. Bagger, an die Arbeit. Der Krankenwagen hat das Kätzchen zum Spielplatz gebracht. Schau mal, Kätzchen, wir bauen eine Schneeburg. Das ist ein gelbes Dreiecksprisma. Unsere Schneeburg ist toll geworden und kunterbunt. Das Kätzchen möchte auch mitspielen. Na los! Sie hat einen Schneeball gemacht. Und zwar mit ihrem Schwanz. Das grüne Auto wirft von der Mauer der Schneeburg mit Schneebällen. Die Helferautos fahren wieder in ihre Garagen. Danke für eure Hilfe. Die Autos, die Autos. Unsere Freunde, die Autos. Sie bringen uns fern, wir fahren damit gern. Die Autos sind der Hit.
Die Autos, die Autos, die großen und die kleinen Autos. Sie fahren und sie brummen, keine Zeit zum Schlummern. Sie helfen uns viel mit Helferautos. Das sind die Garagen der Helferautos. Der Bagger, das Feuerwehrauto und der Zementmischer fahren aus ihren Garagen raus. Alle drei müssen zu verschiedenen Einsätzen. Die Schranke geht hoch. Sie können weiterfahren. Oh, eine Schraube. Wo kommt die denn her? Das rote Auto hat die Schraube entdeckt. Es ruft seine Freunde. Autos, lasst uns überlegen. Wer könnte die Schraube verloren haben? Die Autos spielen mit der Schraube, als sei sie ein Ball. Das ist keine gute Idee. Wir müssen herausfinden, wer die Schraube verloren hat. Vielleicht war es der Bagger. Stellt euch mal vor, der Bagger senkt seine Schaufel, füllt Erde hinein und die Schaufel fällt runter. Vielleicht hat ja auch der Zementmischer die Schraube verloren. Er hebt die Mischtrommel an, entleert den Zement und dann löst sich das runde Ventil. Es würde viel zu viel Zement auslaufen. Oder das Feuerwehrauto könnte die Schraube verloren haben. Während es einen Brand löscht, könnte die Wasserspritze runterfallen. Die Autos wollen herausfinden, welches der Fahrzeuge die Schraube verloren hat. Sie sind zum Feuerwehrauto gekommen. Das Feuerwehrauto muss einem Kätzchen helfen. Es sitzt auf einem Baum fest. Das Feuerwehrauto funktioniert problemlos. Es ist nicht kaputt. Das gelbe Auto will die Schraube zum Bagger bringen. Der Bagger hebt eine große Grube aus. Mit seiner Schaufel ist alles okay. Er hat die Schraube also auch nicht verloren. Der Zementmischer hebt seine Mischtrommel an. Scheint alles zu funktionieren. Wer hat die Schraube denn dann verloren? Was denkt ihr? Autos, lasst es uns herausfinden. Oh, ein Stau. Was ist denn da los? Die Schranke geht nicht hoch. Eine Schraube ist rausgefallen. Gehört die Schraube, die das kleine Auto gefunden hat, etwa zur Schranke? Der Kranwagen hebt die Absperrschiene an und setzt sie an ihren Platz. Und der Krallenbagger dreht die Schraube rein. Prima! Die Schranke funktioniert wieder. Die Helferautos können zu ihren Garagen hochfahren.
Morgen warten sicher wieder neue Einsätze auf Sie. Gut gemacht, kleine Autos. Danke für eure Hilfe. Die Autos, unsere Freunde, die Autos, sie bringen uns fern, wir fahren damit gern. Die Autos sind der Hit. Die Autos, die großen und die kleinen Autos, sie fahren uns sie rum, keine Zeit zum Schlummern, sie helfen uns viel mit. Helferautos. Die Kleinautos haben auf dem Spielplatz farbige Bausteine entdeckt. Was könnten sie damit machen? Das gelbe Auto zieht einen Baustein hervor. Klasse! Lasst uns einen bunten Turm bauen. Die Autos bringen Bausteine für die erste Reihe. Wir müssen aus den Bausteinen einen Kreis legen. Das sieht wie eine Sonne mit farbigen Sonnenstrahlen aus. Jetzt ist die zweite Reihe dran. Eins, zwei, die Bausteine bleiben nicht liegen. Sie fallen runter. Wir brauchen Kräne. Je mehr, desto besser. Lasst uns die grauen Kräne in verschiedenen Farben anmalen. Der erste Kran wird rot. Der zweite Kran wird grün. Der dritte blau, der vierte gelb und der fünfte bekommt einen schönen lila Farbton. Die Helferautos sind auch schon auf dem Spielplatz angekommen. Sie können sich an die Arbeit machen. Als erstes verschieben wir die Bausteine, die nicht am richtigen Platz liegen. Sie müssen gleichmäßig angeordnet werden. Der rote Kran hebt blaue Bausteine an und der grüne Kran lilafarbene. Sie arbeiten sehr schnell. Das ist aber ein hoher Turm und er ist kunterbunt. Oh, wie schön! Danke. Darf das lila Auto mal ganz nach oben? Aber klar doch. Der starke Kran kann das Auto hochheben. Jetzt komm aber wieder runter, kleines Auto. Da oben ist es gefährlich. Was denkst du, was die kleinen Autos jetzt vorhaben? Sie wollen spielen. Die Autos ziehen einzelne Bausteine raus. Wer den Turm zum Einstürzen bringt, verliert. Am Anfang ist dieses Spiel einfach. Es ist kein Problem, die Bausteine rauszuziehen. Blau, lila, grün. Die Bausteine werden immer weniger. Der Turm ist jetzt nicht mehr so stabil. Aus den unteren Reihen dürfen keine Bausteine mehr entfernt werden, sonst stürzt der Turm ein.
Der Kran hebt das rote Auto hoch. Wenn wir aus den oberen Reihen Bausteine rausziehen, stürzt der Turm vielleicht nicht ein. Er ist nicht eingestürzt. Er steht noch. Es ist nichts passiert. Das gelbe Auto zieht aus der untersten Reihe einen Baustein raus. Der Turm wackelt. Bumm, er ist eingestürzt. Das gelbe Auto hat verloren. Das ist aber nicht schlimm. Den Autos hat dieses Spiel Spaß gemacht. Sollen wir es nochmal spielen? Der Turm muss wieder aufgebaut werden. Zum Glück sind die Helferautos da, um den kleinen Autos zu helfen. Die Autos, die Autos, unsere Freunde, die Autos. Sie bringen uns fern, wir fahren damit gern. Die Autos sind der Hit. Die Autos, die Autos, die großen und die kleinen Autos. Sie fahren und sie brummen, keine Zeit zum Schlummern. Sie helfen uns viel mit. Helferautos. Die kleinen Autos spielen Frisbee. Oh, die Frisbee-Scheibe fliegt aber weit. Das grüne Auto geht sie holen. Ein Eiswagen ist zum Spielplatz gekommen. Autos, was soll denn das? Es ist doch genug Eis für alle da. Ein Eis in der Waffe für das blaue Auto. Und eins für das rote Auto. Der Eiswagen fährt wieder weiter. Aber das grüne Auto möchte doch auch ein Eis. Oh je, ein Unfall! Die Eiscreme und die Milch sind ausgelaufen. Sogar die Autos haben was abbekommen. Wer kann dem Eiswagen helfen und das ganze Schlamassel wieder in Ordnung bringen? Der Wasserwagen, der Müllwagen, die Kehrmaschine und der Abschleppwagen. Die Helferautos machen sich auf den Weg. Sie sind auch schon am Unfallort angekommen. Hurra! Lasst uns zuerst die Milch, die ausgelaufen ist, aufwischen. Die Kehrmaschine wird diese Aufgabe übernehmen. Abschleppwagen, jetzt bist du dran. Wir müssen dem Eiswagen wieder auf die Räder helfen. Wir befestigen den Haken am Rad. Na also. Der Wasserwagen spritzt den Rasen ab. Und die kleinen Autos werfen das Eis in die Mülltonne. Denn was auf den Boden gefallen ist, kann man nicht mehr essen. Der Müllwagen leert die Mülltonne. Dankeschön, Müllwagen. Das Kätzchen will auch mithelfen. Es leckt die Autos ab. Nein, Kätzchen. Wir waschen die Autos mit Wasser ab. Wasserwagen, Wassermarsch. Die Autos sind wieder sauber. Und der Spielplatz auch. Jetzt bekommt das grüne Auto endlich sein Eis. Oh, wir haben nur noch Waffeln. Weil wir keine Milch mehr haben, können wir kein Eis machen.
fahren wir auf den Bauernhof. In den großen Tanks befindet sich Milch. Lasst uns den Kühlschrank mit Milch füllen. Na also. Jetzt können wir Eis machen. Ein Eis in der Waffel für das grüne Auto. Und ein Eis in der Schale für das Kätzchen. Lasst es euch schmecken. Die Helferautos fahren wieder in ihre Garagen. Mal sehen, wem sie in der nächsten Folge helfen müssen. Die Autos, die Autos. Unsere Freunde, die Autos, sie bringen uns fern, wir fahren damit gern. Die Autos sind der Hit. Die Autos, die Autos, die großen und die kleinen Autos, sie fahren uns wie Brumm, keine Zeit zum Schlummern, sie helfen uns viel mit. Helferautos. Der Kipplaster hat große Bauklötze zum Spielplatz gebracht. Die Baustellenfahrzeuge werden eine neue Rutsche bauen. Oh, einer der Blöcke ist unter das Trampolin gerutscht. Da kommt der Krallenbagger. Er wird die Blöcke an ihren Platz setzen. Kätzchen, das ist ein rot-weißes Absperrband. Du solltest nicht einfach drüber springen. Hier ist es gefährlich. Auf dem Spielplatz arbeiten viele Fahrzeuge. Willst du hier wirklich spielen, während die Fahrzeuge bei der Arbeit sind? Oh je, das Kätzchen ist vom Trampolin gefallen und hat sich an seiner Pfote verletzt. Das tut weh. Das Kätzchen humpelt. Zum Glück hat das Hündchen das Kätzchen gehört. Das Hündchen geht vorsichtig unter dem Absperrband durch. Kätzchen, zeig uns mal deine Pfote. Sie ist geschwollen. Wir müssen Eis drauflegen. Der Eiswagen hat sicher Eis. Der Eiswagen ist zum Spielplatz gefahren. Hier ist Eis, kleines Kätzchen. Steck deine Pfote rein. Das Hündchen ist zur Garage der Helferautos gekommen. Welches Fahrzeug kann dem Kätzchen helfen? Aus der gelben Garage fährt ein Krankenwagen raus. Krankenwagen, wir müssen das Kätzchen ins Krankenhaus bringen. Schaut mal, wie schnell der Krankenwagen fährt. Die anderen Fahrzeuge machen ihm Platz. Der Krankenwagen darf sogar bei Rot über die Ampel fahren. Hier ist der Patient. Kätzchen, spring auf die Bahre. Das geht nicht. Seine Pfote tut doch weh. Der Krallenbagger wird eine Rampe bauen. Die Bahre rollt runter. Prima! Das Kätzchen wird auf der Bahre in den Krankenwagen geschoben und muss nicht auf seine verletzte Pfote auftreten. Und wie kommt das Hündchen ins Krankenhaus? Na, mit dem Taxi! Das Rote Kreuz zeigt uns, in welche Richtung es zum Krankenhaus geht. Wir müssen nach links fahren. Dankeschön, Taxi. Oh,
Das Kätzchen darf schon wieder nach Hause. Es hat einen Verband bekommen. Gute Besserung, Kleines. Die Autos, die Autos. Unsere Freunde, die Autos. Sie bringen uns fern, wir fahren damit gern. Die Autos sind der Hit. Die Autos, die Autos, die großen und die kleinen Autos. Sie fahren und sie brummen, keine Zeit zum Schlummern. Sie helfen uns viel mit. Helferautos. Auf diesem Bauernhof leben Kühe. Jeden Tag geben sie uns frische Milch. Der Milchwagen kommt, um die Milch abzuholen. Die Klappe geht auf. Und die Milch wird in den Tank gefüllt. Der Milchwagen macht sich wieder auf den Weg. Er hält sich an die Verkehrsregeln. Er stoppt an der roten Ampel und fährt erst bei Grün weiter. Der gelbe Monster-Truck versucht, ihn zu überholen. Was er macht, ist gefährlich. Wahrscheinlich hat er es eilig. Oh je, der Monster-Truck hat den Milchwagen angefahren und den Tank beschädigt. Die Milch läuft auf die Straße. Eine Pfütze aus Milch. Der Milchwagen muss schnell in die Werkstatt. Rein mit dir! Aha, das Cabrio wurde auch repariert. Auweia, es schlittert auf der nassen Straße umher. Es ist von der Straße gerutscht. Das Kätzchen hat die Milch gerochen. Und will nachschauen, was da los ist. Es schlägt die Milch vom Rad. Und die Milch auf der Straße schlägt es auch auf. Das ist gar nicht gut. Wir müssen was unternehmen. Der Abschleppwagen, die Kehrmaschine und das Polizeiauto fahren aus den Garagen der Helferautos raus. Sie machen sich auf den Weg zum Unfallort. Das Polizeiauto stellt an der Unfallstelle Leitkegel auf. Die Kehrmaschine fängt auch gleich damit an, die Straße sauber zu machen. In der Werkstatt wurde eine kleine Metallplatte auf den Tank genietet. Jetzt kann die Milch nicht mehr auslaufen. Der Krallenbagger schnappt sich einen Pinsel und haucht ihn in weiße Farbe. Der Milchwagen ist so gut wie neu. Von dem Loch ist nichts mehr zu sehen. Aha, da haben wir den Monster Truck. Er ist wieder leichtsinnig gewesen und hat einen Unfall verursacht. Der Abschleppwagen bringt ihn in die Werkstatt. Weißt du, wo der Milchwagen hinfährt? Ja, genau, auf den Bauernhof, um Milch zu holen. Wir füllen den Tank mit Milch. Und machen die Klappe wieder zu. Die Milch läuft nicht mehr aus. Gut gemacht, Helferautos. Jetzt könnt ihr euch ausruhen.
Elektroautos.